Heute zeige ich dir 5 versteckte Funktionen, wenn nicht sogar geheime Funktionen. Vielleicht kennt der ein oder andere schon 1 oder 2 Funktionen von diesen, aber ich bin mir sicher, dass ihr noch nicht alle kennt. Und damit würde ich sagen, die schauen wir uns gleich mal an. Bevor wir aber mit dem Video starten, lasst euch gesagt sein, ich habe heute noch was Schönes für euch zu Ostern, denn es gibt von mir einen Rabattcode und wofür der genau ist, das sehen wir gleich nach unserem ersten Tipp. Jetzt aber genug geredet, wir starten mit unserem Tipp Nummer 1 und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Mein Name ist Joschka Gossel und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Sie stehen am Fahrzeug und ich habe hier meinen Fahrzeugschlüssel und was passiert natürlich, wenn ich abschließe? Das Auto ist verriegelt. Wenn ich aufschließe, einmal drücken, ist das Auto natürlich offen und ich kann ganz einfach alle Türen öffnen, natürlich auch den Kofferraum. Jetzt gibt es aber eine Funktion auf dem Schlüssel, die tatsächlich manchmal passiert, wenn ich auf dem Schlüssel sitze oder es bewusst mache. Denn ich kann den Schlüssel programmieren. Es gibt noch ganz viele andere Funktionen, die haben wir schon mal in einem Video für euch erklärt. Das heißt, da haben wir alle geheimen Schlüsseltipps für euch. Das blenden wir mal kurz ein. Aber jetzt zu dem einen Tipp. Wenn ich beide Tasten gedrückt halte, sprich aufschließen und abschließen gleichzeitig, dann halte ich es so lange gedrückt, bis der Schlüssel oder die LED des Schlüssels zweimal blinkt. Das ist jetzt passiert. Und jetzt habe ich den Schlüssel so programmiert, dass nur noch die Fahrertür aufgeht, wenn ich die Öffnen-Taste drückt. Das heißt, ich drücke jetzt einmal die Öffnen-Taste. Auto ist entriegelt. Ich kann die Fahrertür öffnen, aber ich kann weder hintere Tür öffnen, noch die anderen Türen und natürlich auch nicht den Kofferraum. Das heißt, ich müsste jetzt noch ein zweites Mal den Schlüssel drücken. Dann wäre auch der Rest entriegelt. Ihr habt also damit die Funktion, dass wenn ihr wirklich allein unterwegs seid und ihr vielleicht nicht möchtet oder ihr parkt im dunklen Parkhaus, dass ihr wirklich nur möchtet, dass die Fahrertür entriegelt wird und auch keiner irgendwo anders einsteigen kann. Das erlebt man hier vielleicht in Deutschland relativ selten, aber es soll ja auch Orte geben, an denen das ein bisschen gefährlicher ist. Und deswegen hat Mercedes diese Funktion gemacht, dass wirklich immer nur die Fahrertür entriegelt wird und auf Wunsch mit zweitem Drücken auf die Öffnen-Taste das gesamte Fahrzeug. Jetzt ist es aber ja so, ich kann jetzt wie gesagt nur die Fahrertür öffnen und müsste jetzt nochmal drauf drücken. Wenn ich das aber wieder deaktivieren möchte, einfach auf dem gleichen Wege beide Tasten gedrückt halten, bis zweimal wieder die LED leuchtet. So, jetzt schließe ich einmal ab und schließe wieder auf. Einmal gedrückt, Fahrertür geht auf, hintere Tür geht auf und natürlich auch der Kofferraum. Und da habe ich ganz zufällig was Schönes für euch. Nein, natürlich nicht zufällig. Wir haben hier das Pflegeset für euch vorbereitet, sprich unser Mein Anders TV Profi Pflegeset. Da ist im Endeffekt alles drin. Waschhandschuh, Scheibenwaschtuch, Mikrofasertuch, Mikrofasertuch als Handschuh, Ablidertuch, natürlich auch noch eine Reifenpflege und Nano Speedwax für ganz zum Schluss, den Glasreiniger, den Felgenreiniger, das Shampoo und natürlich auch die Reifenpflege. Und all das könnt ihr bei uns im Shop bekommen. Und ganz wichtig, jetzt zu Ostern, wie ich schon gesagt habe, werden wir euch 20% gewähren. Das heißt, mit dem Rabattcode Ostern20, blenden wir noch mal kurz ein, bekommt ihr tatsächlich auf das Pflegeset und auf Displayreiniger und Displayreiniger-Set 20% und das nur in dem eingeblendeten Zeitraum. Also seid schnell, solange der Vorrat reicht, gilt das Ganze und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Weiter geht's mit Tipp Nummer 2 und das ist tatsächlich eine versteckte Funktion, die ich immer wieder vergesse, jetzt aber darauf aufmerksam gemacht worden bin, weil es tatsächlich kommentiert worden ist. Das heißt, wenn ihr mal Fragen habt oder auch eine Funktion habt, die ihr noch nicht bei uns gesehen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr dürft aber auch sonst gerne nett und freundlich kommentieren, da freuen wir uns immer drüber. Aber gut, Tipp Nummer 2 ist die Parkstellung des rechten Außenspiegels. Wir haben nämlich die Möglichkeit, hier bei den Fahrzeugen mit MBUX ganz einfach die Parkposition zu speichern, indem ich den Rückwärtsgang einlege, wähle dann den rechten Außenspiegel in der Fahrertür aus und kann jetzt die gewünschte Position auf den Spiegel, kann ich jetzt sagen, ich möchte jetzt die gewünschte Position einstellen. Schaut mal her, das stelle ich jetzt ein, so. Und jetzt ist diese Position für den Rückwärtsgang gespeichert. Diese Position ist jetzt gespeichert, sobald ich Rückwärtsgang einlege. Wichtig ist, der rechte Außenspiegel muss in der Fahrertür ausgewählt sein. Ich gehe jetzt mal ganz kurz in P, dann fährt der Spiegel gleich wieder hoch. Also wenn ich jetzt den Rückwärtsgang einlege, dann fährt der Spiegel in die Position, die ich ihm im Endeffekt eben genannt habe.
Und so habt ihr also ganz einfach die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel oft an einem Bordstein parkt, dem Auto sofort zu sagen, sobald ich den Rückwärtsgang anlege, möchte ich diese gewünschte Position haben. Wenn ich die gewünschte Position nicht haben möchte, dann gehe ich einfach wieder in das Bedienfeld der Fahrertür, wähle den linken Spiegel aus und schon fährt der Spiegel wieder in seine ursprüngliche Position zurück. Ja, und damit wisst ihr jetzt, wie man die Parkposition einstellt. Also Rückwärtsgang einlegen, rechten Außenspiegel auswählen, Spiegel so einstellen, wie ihr im Rückwärtsgang haben wollt und schon ist die Parkstellung aktiviert. Schon sind wir bei Tipp Nummer 3 und das ist tatsächlich ein Tipp, dafür müssen wir mal ins Telefon gehen, denn vielleicht habt ihr schon mal gelernt, also ab dem MBUX-System kann ich für meine Kontakte Beziehungen hinterlegen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meine Kollegin anrufen möchte, dann sage ich, ruf meine Kollegin an. Aber um das zu benutzen, geht hier einmal in eure Kontakte und wählt jetzt euren gewünschten Kontakt aus. Ich würde mal die Kollegin Lena nehmen, Quartmann Lena, da ist sie schon. Und wenn ich die jetzt auswähle, dann müssen wir immer dafür sorgen, dass die Handynummer auch weggemacht wird hier. Die wollen wir natürlich nicht zeigen, aber wenn jetzt das Ganze offen ist, dann könnt ihr bei dem gewünschten Kontakt hier oben links die drei Balken auswählen und könnt jetzt sagen, Beziehung festlegen. Und wenn ich da draufklicke, werden mir alle Beziehungen vorgeschlagen, die ich tatsächlich für meinen Kontakt hinterlegen kann. Sprich, ich könnte sagen, das ist meine Assistentin, Tante, Freund, Vater, Enkeltochter. Also mein Auto möchte dann im Endeffekt genau wissen, worum es sich hier handelt. Was lege ich denn mal an? Ich kann ja mal... machen wir denn hier? Oh, Beziehung wurde festgelegt. Tante. Ja, okay. Dann ist es jetzt die Tante geworden. Es passiert also Folgendes. Ihr könnt einfach den Kontakt auswählen, die Beziehung, die ihr wollt, hinterlegen. Und wenn ihr dann diesen Kontakt anrufen wollt, dann gehe ich mal hier raus und ich sage jetzt einfach Folgendes. Hey Mercedes. Was kann ich für dich tun? Ruf meine Tante an. Okay, ich rufe Lena Quartmann an. Hat funktioniert. Das klingelt sogar. Also ihr seht, ganz witzig. Am witzigsten ist diese Funktion tatsächlich, wenn die Person, die ihr anruft, mit dem Auto sitzt und nichts davon weiß, dass dort eine Beziehung hinterlegt ist. Das heißt, wenn ihr im Auto sitzt und da sitzt jemand neben euch und sagt, rufe meine Assistentin an und dann wird genau diese Nummer gewählt, kann das schon den einen oder anderen Lacher hervorrufen. Also probiert es gerne mal aus. Ich finde es eine coole Funktion, nutze es tatsächlich eigentlich nur eher als Gag. Aber tatsächlich ist es vielleicht für den einen oder anderen Funktion, das Ganze angenehmer zu nutzen und nicht immer den Namen zu sagen. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir auch gleich schon bei Tipp Nummer 4 angekommen. Tipp Nummer 4 ist tatsächlich eine versteckte Funktion, die ich so noch nicht gezeigt habe. Aber ob man es braucht, war doch, man braucht es. Also wir gucken uns das Ganze mal an. Es geht um die automatische Türverriegelung. Die automatische Türverriegelung ist ja dafür da, dass, wenn ich das Ganze eingeschaltet habe, ich losfahre, das Auto sich eigenständig verriegelt, sodass von außen niemand reinkommt. Oder aber tatsächlich, ich stehe vor meinem Auto, schließe es auf, öffne keine Tür und das Auto verriegelt sich wieder automatisch, weil es denkt, ach Mensch, wieso ist der jetzt, ach, hat er mich jetzt aufgeschlossen und keine Tür geöffnet, ich mache mich mal wieder zu. Natürlich nur, wenn der Schlüssel außerhalb des Fahrzeuges ist. Diese Funktion können wir im System einstellen. Wenn wir jetzt mal hier auf unser MBUX-System schauen, müssten wir dafür einen Weg gehen, der natürlich machbar ist. Und zwar gehe ich aufs Haus, gehe dann in die Fahrzeugeinstellungen, wähle dann den Punkt Fahrzeug aus und unter Fahrzeug habe ich hier die Möglichkeit, die automatische Verriegelung ein- oder auszuschalten. Umgekehrt natürlich. Ich kann das Ganze aber auch über eine Taste im Fahrzeug machen und die befindet sich hier in der Fahrertür. Und zwar habe ich ja hier meine Taste zum Auf- und Zuschließen des Fahrzeuges von innen. Das heißt, wenn jetzt von außen jemand einsteigen möchte, drücke ich einmal auf Aufschließen. Wenn ich abschließen möchte, drücke ich auf Verriegeln. Jetzt seht ihr, dass die automatische Verriegelung ja im System aktiv ist. Und wenn ich jetzt lange einmal die Öffnen-Taste hier drücke, dann kommt gleich ein Ton. Habt ihr es gehört? Ganz leise. Und der Punkt bei automatischer Verriegelung ist rausgegangen. Das heißt, ich habe dementsprechend, ohne dass ich ins Menü gegangen bin, die automatische Verriegelung deaktiviert. Wenn ich sie wieder einschalten möchte, ist der umgekehrte Weg genauso. Das heißt, ich drücke lange auf die Abschließen-Taste. Warte, bis es piept.
und schon ist die automatische Verriegelung wieder aktiviert. Das heißt, auch diese zwei Tasten in der Tür haben eine versteckte Funktion, die ihr hoffentlich mal ausprobieren könnt und hoffentlich auch noch nicht kanntet. Jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 5 und der Tipp ist tatsächlich eigentlich fast für alle Baureihen gedacht, die die Bluetooth-Telefonie nutzen können und mit dem man auch ein iPhone koppeln kann oder ein Android-Gerät. Denn ich habe ja die Möglichkeit in meinem Fahrzeug einmal, kurzer Exkurs, einmal die normale Sprachsteuerung zu nutzen, sprich mit der Aktivierung Hey Mercedes oder aber mit dem kurzen Druck auf die Lenkradtaste, sprich einmal kurz drücken, dann geht die Sprachsteuerung von Hey Mercedes an. Ich kann aber auch diese Taste lange gedrückt halten und was dann passiert, das schauen wir uns jetzt mal an, denn wenn ich diese Taste lange drücke, das mache ich mal ganz kurz gleich, dann geht die Sprachsteuerung von meinem Handy an. Sprich, einmal kurz drücken, Mercedes, lange gedrückt halten, würde direkt auf Siri gehen. Und zwar passiert Folgendes, ich drücke jetzt mal drauf, Handy ist auch hier. Und schon ist die Spracherkennung aktiv und ich kann dann im Endeffekt mit Siri sprechen und sie würde mir tatsächlich die Wünsche erfüllen, die sie mir erfüllen kann. Jetzt habe ich die ganze Zeit geredet, jetzt wird sie nicht verstanden haben. Wir warten mal ab. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Okay, also das hat sie nicht verstanden. Ich kann aber ganz einfache Dinge tun, indem ich einfach sage, versuch's nochmal. Erinnere mich um 17 Uhr daran, Jamal anzurufen. Okay, ich habe Jamal anzurufen, für diesen Nachmittag um 17 Uhr hinzugefügt. Super einfache Sache. Es hat eigentlich gar nichts mit Apple CarPlay zu tun oder mit der Verbindung zum Handy, sondern wichtig ist, das Handy muss per Bluetooth gekoppelt sein und so könnte ich im Endeffekt alles während der Fahrt über die Sprachsteuerung meines Handys klären. Das heißt, wenn ich jetzt lange drauf drücke, könnte ich auch tatsächlich zu Siri sagen, schreib eine WhatsApp-Nachricht oder wann sind meine neuesten Termine. Also alles, was Siri kann, kann ich dann in jedem Auto von Mercedes vornehmen, was tatsächlich mit oder per Bluetooth ein Handy koppeln kann und eine Sprachbedientaste am Lenkrad hat. Probiert es also gerne mal aus, ob diese Funktion bei euch im Fahrzeug funktioniert und schreibt auch mal in die Kommentare, was ihr dann für ein Auto fahrt. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder, wie immer, jeden Dienstag, jeden Donnerstag um 19 Uhr und ich hoffe, ihr verpasst nichts mehr. Glocke aktivieren, Kanal abonnieren und einen Daumen hoch da lassen, wenn es euch gefallen hat.